Teile und herrsche. Also, wir teilen das Problem in eine Anzahl von Teilproblemen. Beherrsche die Teilprobleme. Solange sie groß sind, machen wir das durch rekursive Aufrufe typischerweise. Und direkt, wenn sie klein genug sind. Und das Beherrschen heißt dann, dass wir die halt lösen. Und wenn wir die Teilprobleme dann gelöst haben, verbinden wir die Teilprobleme zu einer Lösung des Gesamtproblems. Und genau das hatten wir bei dem Merge Sort gemacht. Und da sah das aus. Wir teilen im Prinzip die Folge, die Eingabefolge in zwei Teile, jeweils der Länge n halbe. Also eine Folge der Länge n wird in zwei Teilfolgen der Länge n halbe eingeteilt. Dann wenden wir quasi auf diese beiden Teilfolgen das Merge Sort rekursiv wieder an, bis die Folgen, die dann halt entstehen, klein genug sind, um sie direkt zu lösen. Entweder können wir bei Folgen der Länge 1 stoppen oder wir bauen irgendwie so eine Abfrage ein. Wenn wir nur Folgen der Länge 2 haben, können wir die auch durch einen direkten Vergleich sortieren. Das kann man machen, wie man möchte. Und dann das Mischen zu einer Lösung, also das Mischen der beiden sortierten Teilfolgen zu einer sortierten Folge. Das hatte ich Ihnen ja hier an so einem Kartenstapel versucht zu verdeutlichen. Und sofern Sie denn das erste Übungsblatt schon gelöst haben, haben Sie auch das Problem in Form eines C- oder C++-Programms dann implementiert. Das sieht dann irgendwie so aus. Genau das jetzt hier in Code gegossen, das, was da oben umgangssprachlich so beschrieben ist. Ja, wir gucken uns das Feld an, wenn es noch zu groß ist, um es direkt zu lösen, teilen wir einfach auf, suchen uns das mittlere Element raus, teilen die auf und mischen die beiden Ergebnisse wieder zusammen. Wir wollen jetzt mal angucken, wie aufwendig das Ganze ist, weil das haben wir ja noch offen. Wir haben uns jetzt nicht überlegt, ich hatte Ihnen zwar mal hingeschrieben, da kommt irgendwie sowas raus wie O von n log n. Das hatte ich Ihnen aber bislang nur gesagt. Und da wollen wir uns jetzt mal überlegen, warum das denn der Fall ist. Und ich kann das ja schematisch hier so darstellen. Ich habe hier sozusagen meine Folge. Ich brauche da jetzt gar keine Zahlen. Also das ist sozusagen mein Array, bestehend aus einer Reihe von Elementen. Dann teile ich auf. Wie lange brauche ich denn wohl für das Aufteilen? Wir sind ja jetzt schon angehende Experten im Abschätzen von Aufwänden. Ja, also mit der Begrifflichkeit können Sie was anfangen. Wie viel Aufwand entsteht denn da für die Aufteilung? Also genau sozusagen für diesen Schritt von hier nach hier. Also von der Reihe, ich habe das gesamte Feld, das ist eigentlich der Schritt hier. Ne? Also ich habe, das ist das Array, das geht irgendwie, das kann noch länger sein, also wir befinden uns jetzt quasi irgendwie so mittendrin in so einem Aufruf, also das kann unter Umständen hier noch weitergehen. Ja, und wir haben aber jetzt sozusagen dieses Teilfeld hier. Das teilen wir auf, indem wir uns irgendwie die Mitte raussuchen. Das wird mein Q. Und dann machen wir zwei rekursive Aufrufe. Und am Ende mischen wir wieder. Wie lange dauert Aufteilen? Das ist ein hochgradig schwieriger Schritt, den wir da zu tun haben, oder? Das ist der Schritt. Und diese beiden Schritte. Aber nur der Aufruf, nicht die Ausführung. Das heißt sozusagen, eins, noch ein Schritt. Wir bewegen uns ja auf unserer RAM. Da zählen wir irgendwie, ist es egal, ob wir hier zuweisen, das ist alles sozusagen eine Operation, noch eine Operation, noch eine Operation. Und hängt das von der Länge dieses Feldes ab? Nö, ne? Oh, tut's nicht. Also, was schreibe ich hier hin? Ich möchte sowas hinschreiben, O von irgendwas. O von 3 könnte ich da hinschreiben. Und wenn man sagt, man hat eigentlich konstanten Aufwand. Konstanter Aufwand heißt immer, unabhängig von der Größe der Eingabe, dann schreibt man da typischerweise sowas hin, O von 1. Das heißt, konstanter Aufwand. Wir interessieren uns jetzt nur dafür, hängt das von der Länge der Eingabe ab oder nicht? Und wenn es das nicht tut, ist das konstanter Aufwand. Das können irgendwie 5 Schritte sein, 10 Schritte oder halt in diesem Fall 3. So, was haben wir dann? Dann müssen wir das Ganze sortieren. Das ist sozusagen von hier nach hier. Was für ein Aufwand entsteht da? Also das ist quasi die Ausführung der beiden Aufrufe. Ja, also wir rufen das einmal auf und was dann sozusagen unten drin passiert, der rekursive Aufruf von Merge Sort. Wie aufwendig ist das? Das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen das noch nicht, sondern da ist vielleicht jetzt, das können Sie noch nicht so richtig, wissen noch nicht ganz genau, worauf ich hinaus will. Wenn ich sage, der Gesamtaufwand zum Sortieren ist t von n. Was haben wir dann hier für einen Aufwand? Wenn ich eine Folge der Länge n sortiere und sage, so, das kostet mich t von n Zeit und dann diese beiden Teilfolgen sortiere. Hm? Genau, das heißt, da haben wir zweimal t von
So, und unten füge ich das wieder zusammen. Ja, das ist sozusagen dieser Merge-Schritt. Ich komme jetzt quasi aus meiner Rekursion zurück, aus beiden Aufrufen hier, füge zusammen. Das ist jetzt dieser Aufruf von Merge. Was kostet mich der? Hatte ich ihn doch letztes Mal an so einem Kartenstapel klar gemacht. Ich habe irgendwie zwei Kartenstapel, beide n halbe groß. Ich brauche einen neuen Kartenstapel, jetzt habe ich meine Karten leider nicht dabei. Ja, und muss quasi, ich muss jede Karte einmal anpacken. Und das ist nicht mehr unabhängig von der Größe der Eingabe. Das heißt, das ist O von N. So, und das drückt man typischerweise, kann man das in so eine sogenannte Rekurrenzgleichung gießen. Das heißt, wir möchten uns jetzt angucken, jetzt quasi das so ein bisschen genauer bestimmen. Und jetzt werden wir das mal hinschreiben. Was haben wir da jetzt quasi gerade gemacht? Wir haben irgendwie konstanten Aufwand. Da schreibe ich einfach mal 0 hin. Falls n gleich 1, da ist mir nichts zu tun. N ist jetzt die Länge der Eingabe. Und was haben wir? Wir haben von n halbe, das ist quasi dieses Ding hier, der rekursive Aufruf, plus t von halbe, das ist dieser rekursive Aufruf, plus o von n, das ist genau dieses Merge. Also zweimal Merge Sort rekursiv plus der Aufwand, der halt durch dieses Merge entsteht. Wir müssen das jetzt mal irgendwie so ein bisschen weiter aufdröseln. Also wir werden jetzt quasi von dieser Rekurrenzgleichung ausgehen, überlegen für den Aufwand. Wir machen uns jetzt mal so ein bisschen einfach und gehen einfach mal davon aus, n ist gleich 2 hoch k für irgendein n. Das ist einfach nur, weil wir teilen jetzt immer gleich n durch 2. Und damit wir uns da nicht mit irgendwelchen Nachkommastellen irgendwie aufhalten müssen, sagen wir mal, das geht immer glatt auf. Darum sage ich jetzt einfach mal, das ist irgendwie 2 hoch k. So, wenn n gleich 1 ist, ist der Aufwand konstant. Ja, dann springen wir aus dem Merge-Shot immer wieder raus. Was haben wir eben? Ich kann das ja nochmal aufblättern hier. N gleich 1 ist, dann ist p gleich r. Ja, dann springen wir hier überhaupt nicht rein. Dann kommt quasi die Folge unsortiert oder per Definition ist halt die Folgelänge 1 sortiert, kommt also sortiert wieder raus. Leistet genau das Gewünschte und wir haben konstanten Aufwand. Wenn ich immer sage konstanter Aufwand, hatte ich nur noch mal so zur Verdeutlichung, dann heißt das immer, das ist unabhängig von der Größe der Eingabe. Weil das ist sozusagen das Kriterium, mit dem wir arbeiten. Jetzt nehmen wir uns unsere Rekursionsgleichung oder Rekurrenzgleichung her. Das heißt irgendwie t von n ist gleich 2 mal t n halbe. Plus, statt O von N schreibe ich einfach mal C mal N. C mal N ist einfach eine Konstante, das C. Ja, das steckt ja in der Definition von dieser Groß-O-Notation drin. Ja? Da hieß es ja, es gibt eine Konstante C und ein N0 aus N, sodass ab diesem N0 immer gilt, irgendwie F von N ist kleiner C mal N. Oder C mal das, was halt in dem Groß-O drin steckt. Ja, das ist sozusagen diese Konstante aus der Groß-O-Notation. So, was passiert denn jetzt? Also eine Folge der Länge n haben. Und wir malen jetzt mal so einen Baum auf. Sozusagen auf dieser Ebene mit n Elementen habe ich den Aufwand cn, nämlich für das Zusammenmischen, plus den Aufwand t von n halbe für die eine Seite und t von n halbe für die andere Seite. Also das ist sozusagen, ich starte mit n Elementen da rein, cn oder c mal n für das Mischen, tn halbe für den einen Merge-Sort-Aufruf, t von n halbe für den anderen Merge-Sort-Aufruf. Aber jetzt kann ich natürlich weitermachen. Jetzt kann ich ja quasi aus dem Baum hier, kann ich ja eigentlich auch das machen hier. Wenn ich jetzt sozusagen meine Gleichung hier, die ich hier habe, an dieser Stelle wieder einfüge, dann kriege ich irgendwie sowas raus. Das heißt, wir haben hier c mal n halbe, c mal n halbe und hier habe ich, was kommt hier jetzt hin? N Viertel, genau. Also die Folgen werden immer kleiner. Das ist ganz einfach eigentlich, ne? Wie weit geht denn das? Das heißt, wie tief können wir da hinabsteigen? Oder bis wir, machen wir es mal zur Vereinfachung, bis wir bei Folgen der Länge 1 angekommen sind. Das heißt, das, was wir dann irgendwie rauskriegen, ist sowas.
Cn mal Cn halbe mal Cn halbe mal Cn Viertel mal Cn Viertel. Eine Stufe mache ich nochmal. So sieht das irgendwie ungefähr aus. So, jetzt die spannende Frage. Wie hoch ist denn dieser Baum? Also, so, ich hatte ja, glaube ich, beim ersten Mal gefragt, wer weiß denn, was ein Baum ist? Da haben sich, glaube ich, nicht alle gemeldet. Also, das ist ein Baum. Ich habe hier oben sozusagen einen Einschießpunkt. Ist eigentlich wie so ein Baum draußen in der schönen Natur. Ja, nur, dass die auf dem Kopf stehen. Ja, das ist quasi, das nennt man die Wurzel. Und das, was hier unten das Ende darstellt, das sind die Blätter. So, jetzt interessiert man sich sozusagen, wie häufig kann ich das denn machen? Wann komme ich denn hier an dieser Stelle an? Wann komme ich denn bei folgender Länge 1 an? Ich teile ja immer durch 2. Die Höhe ist gerade, so sagt man, die Höhe von diesem Baum ist Logarithmus zur Basis 2 von n. Ja, ich teile immer durch 2. Ja, und wenn ich dann bei 1 rauskomme, dann, was ist denn gerade Logarithmus 2 zur Basis n? Was ist das für eine Zahl? Das ist der Zusammenhang. Also das ist sozusagen die Zahl, mit der ich die 2 potenzieren muss, damit ich genau auf das n komme. Ja, wenn ich das sozusagen genau umdrehe, also immer durch 2 teile, heißt, dann sind das im Prinzip genau k Schritte oder halt log 2 Schritte, log n Schritte zur Basis 2. Jetzt die spannende Überlegung. Dieses sozusagen mit dem C versehene, das ist ja immer der Aufwand, der pro Schritt entsteht. Das ist letztendlich der Aufwand für das Merge. Was haben wir hier für einen Aufwand? Auf der ersten Ebene offenbar irgendwie C von n. Was haben wir denn hier für einen Aufwand? Auf der zweiten Ebene, also auf dieser Ebene hier. Auch C von n, ne? Und auf der Ebene? C von n. Das geht bis unten durch, bis C von n. So, und was ist der Gesamtaufwand in unserem Algorithmus? Wir summieren das einfach auf. Das heißt, wir haben log n mal cn. Das ist unser gesamter Aufwand. Also, dadurch, dass wir es jetzt immer aufteilen, ja, entsteht halt hier dieser Rekursionsbaum. Ja, und wenn wir jetzt einfach sozusagen den Aufwand auf jeder Ebene addieren, entsprechend die Höhe dieses Baumes berücksichtigen, dann kriegen wir genau unseren Aufwand raus. O von n log n.